Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns zum guten Leben befreit, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, die Heilige Schrift kennt ernste Worte, in denen sie uns vor allem warnt vor der zu starken Bindung an den materiellen Reichtum und an die Bequemlichkeit des Lebens. Mit Feuer, mit scharfem Salz müssen wir uns davon trennen. Wir rufen zu ihm. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme und durch dich vollendet werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Jakobusbrief. Ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das euch treffen wird. Euer Reichtum verfault und eure Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber verrostet. Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch verzehren wie Feuer. Noch in den letzten Tagen sammelt ihr Schätze. Aber der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel. Die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, dringen zu den Ohren des Herrn der himmlischen Heere. Ihr habt auf Erden ein üppiges und ausschweifendes Leben geführt und noch am Schlachttag habt ihr euer Herz gemästet. Ihr habt den Gerechten verurteilt und umgebracht, er aber leistete euch keinen Widerstand. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich nicht betrügen. Er führet mich auf rechte Bahn, so lass ich mir genügen. An er wird mein Ohr
Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Nehmt das Wort Gottes an, nicht als Menschenwort, sondern was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Müllstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie verlöschende Feuer. Und wenn dich dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollt ihr ihm seine Würze wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, die heutigen Evangelienworte sind uns bekannt. Vor einigen Sonntagen haben wir es schon gehört, wie Matthäus in der Bergpredigt uns diese Sätze überliefert. Heute im Markus-Evangelium nochmal. Ich habe aufgehorcht, wie meine Mutter erzählt hat, ihr Kind hat dazugehört am Sonntag, und dann war es ein bisschen erschrocken, was das heißt, das Auge ausreißen oder die Hand abschlagen. Da sehen wir, wie aufmerksam unsere Kinder schon sein können in der Kirche. Nun, damit wir es auch verstehen, natürlich will Jesus nicht, dass wir unser Auge ausreißen oder eine Hand abschlagen. Er will uns nur warnen, wie schlecht es ist, wenn wir Böses tun, wenn wir Böses in den Blick nehmen, wenn wir böse handeln, wenn wir unsere Füße uns hintragen an Orte, wo Böses geschieht. Denn es ist nicht schön, wenn uns dann diese unsere eigenen Taten aus dem Himmel herauswerfen und quasi damit in die Hölle hineinwerfen. Die Hölle, das ist die Trennung von Gott, die Trennung von dem Guten, von der Liebe. Das ist das Gefährliche. Und deshalb sagt es Jesus so drastisch. Wir können es uns ein bisschen einfacher merken und weniger erschreckend. Wir müssen uns einfach denken, wenn ich was Böses tun will mit meiner Hand, dann denke ich mir, als ob die Hand nicht da ist. Dann kann ich es nicht tun. Und wenn mein Auge etwas Böses schauen will, dann mache ich mir bewusst, da ist mein Auge nicht da dafür. Und ich kann das Böse nicht schauen. Vielleicht hilft das ein wenig.
damit es uns alles hilft, uns einzuüben, das Gute zu schauen, zu tun und uns dorthin zu bewegen, dass wir Gutes wirken können. Dann sind wir wirklich Salz für die Menschheit, und zwar gutes Salz, das auf der einen Seite natürlich auch die anderen ein wenig aufrüttelt und ihnen vorzeigt, wenn sie wo selbst nicht richtig leben, das aber auf der anderen Seite einfach gut tut, das Leben konserviert und bewahrt, das Leben erwärmt miteinander, wenn wir uns gegenseitig Gutes tun. Das hat uns Jesus vorgelebt, das dürfen wir nachleben. Nehmen wir uns heute mit, wir wollen mit beiden Augen, mit beiden Händen, mit beiden Füßen uns nach dem Guten hin bewegen und es tun. Amen. Zu Jesus Christus, der ein Herz für die Armen und Kleinen hat, beten wir. Für alle, denen das Nötigste zum Leben fehlt und die täglich um ihr Überleben kämpfen müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für jene, die für Hungerlöhne arbeiten müssen und für alle, die diesen Ungerechtigkeit anrangen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Völker, die in Unfrieden miteinander leben und die nichts anderes kennen als Hass und Gewalt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich um die Benachteiligung und Vergessenen in unserer Gesellschaft kümmern. Wir bitten dich, erhöre uns. Für diejenigen, die wie Salz sind und für das Gute eintreten, damit das Böse und Verführerische nicht zu mächtig wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Maria Lometzberger für verstorbene Eltern und zu Ehren der heiligen Schutzengel. Wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, du willst, dass alle Menschen in Frieden miteinander leben. Stärke uns dazu durch deinen Geist, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Was Gott tut, das ist wohl getan. Er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen kann. Ich bin mich ihm ergeben. In Freude und Leid, es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet. Wie treulich er es meinet. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Er war Schatten und Schuld, und meinen Sinn. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus deinen Händen, zum Lob uns seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, heilige diese Gaben. Nimm das Opfer deines Sohnes an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird. Und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken für deine Liebe, die du uns niemals entzogen hast. Du hast den Menschen in deiner Güte erschaffen und ihn, als er der gerechten Strafe verfallen war, in deiner großen Barmherzigkeit erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Gnade und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt,
dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit dem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die das Gute tun.
Dieses ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer von diesem Brot isst, wird nicht sterben in Ewigkeit. Singen wir zum Dank. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn nur Tod und Elend treiben. So lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir haben das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert und das heilige Sakrament empfangen. Was uns dein Sohn in unergründlicher Liebe geschenkt hat, das werde uns nicht zum Gericht, sondern bringe uns das ewige Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Nehmen wir uns diese Ermutigung mit. Wir sollen nicht gehandicapt sein durch das Böse, wie Christus ja letztlich durch das Böse seinem ganzen Leib zerstört worden ist. Wir sollen mit dem ganzen Leib das Gute in die Welt tragen. Das soll uns heute Freude bereiten. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.